Also, wir sind die Brücken gefahren, einmal hin und einmal zurück. Zurück deswegen, weil wir nach reiflicher Überlegung beschlossen haben, dass das der nördlichste Punkt dieser Tour sein wird und wir jetzt wieder Richtung Süden fahren und Richtung Heimat, weil irgendwann müssen wir ja auch wieder zu Hause sein. Genau, weil alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So, also wir waren ja da oben, Christian Sand und haben uns jetzt hier über Molde, Fähre wieder zurück Richtung Süden und haben jetzt hier mal ganz kurz Halt gemacht am Trollweggen. Am Besucherzentrum. Das Besucherzentrum ist ein Highlight, da waren wir eben drin, mit einer Cafeteria und die ist ausgezeichnet worden zu einem der 10 schönsten Restaurants in Norwegen. Ja, hat natürlich die Aussicht auf diese Felswand, die hier aufsteigt und die Felswand ist die steilste, also die vertikal höchste Felswand in Europa mit 1100 Metern. Einfach nur senkrecht hoch, teilweise überhängend, ja. Also für Bergsteiger wohl ein Eldorado. Du fährst hier durch und es ist einfach nur Fels bis nach oben hin. Ja, genau. Und steil. So. Einfach wupp hoch. Genau, ja. Mehr machen wir jetzt hier aber auch nicht. Und jetzt fahren wir weiter und lassen uns hier noch ausreichend Zeit, um jetzt hier runterzufahren und gucken wir mal, wo es uns noch hinschlägt. Da gibt es noch eine Landschaftsroute, 2. Mal schauen, ob wir da irgendwie dran vorbeikommen. Und außerdem gibt es hier irgendwo den Peer-Gynt-Weg, der ist 60 Kilometer lang, besteht nur aus Schotter und muss auch ein Highlight sein, den zu fahren. Und dann sind wir immer noch auf der Suche nach dem Elch. Bevor wir nach Hause fahren, ich habe gesagt, ich betrete nicht, also ich überquere nicht die Landesgrenze, ohne einen Elch gesehen zu haben. Hm. Jetzt wird es spannend. Hm. Ja, hm. Und deshalb, hier ist nämlich irgendwo noch so ein Elch. Gebiet. Vielleicht gibt es irgendwo einen Zoo, wo wir uns einen angucken können. Tatsächlich, da gibt es mehrere von. Da gibt es zahme Elche, die kann man füttern, die kann man streicheln, aber wir wollen ja wilde Elche mal, also einen. Aber nichtsdestotrotz, ich gucke nochmal genau nach. Wenn ihr im Herbst oder im Frühling hier seid, da gibt es sogar ein Elchturm oder Elchhaus, da kann man reingehen und kann dann warten und dann ziehen da Elche von oben nach unten oder wieder zurück, je nachdem ob Frühling oder Herbst ist. Und dann kommen da bis zu 700 Tiere vorbei, die da auf der Herbst- oder Frühlingswanderung sind. Das muss sehr beeindruckend sein. Ich gucke nochmal genau nach, wo das ist und dann sage ich euch das noch, falls ihr auch auf der Suche nach dem Elch seid. Jetzt fahren wir erstmal weiter. Ja, jetzt fahren wir weiter durchs Tal und schauen mal, wie immer, wo es uns hintreibt. Das ist das Spannende, ja, dass man nie weiß, wo man landet. Genau. Ja, gut. Also, gute Fahrt weiterhin. Hier sind übrigens hier immer noch Schal und alles, ja. Wir hatten eben 10 Grad. Heute ist euer heißes Wochenende, Samstag mit 38 Grad. Ich muss die Tür jetzt aufmachen. Da ist nämlich unsere Clara hinter, die eben was gegessen hat, die jetzt meckert. So, Achtung. Hallo. Ja, ich bin's. Genau. Gut, also, weiter geht die wilde Fahrt. Ja. Morgen. Liebe Freunde, wir fahren jetzt weiter. Wir sind wirklich gut ausgeschlafen. Ja. Ja. Wir haben hier auf dieser, auf der E136. Jo. Also hier gibt es wunderschönste Parkplätze mit Sitzgelegenheiten und wirklich ganz hübsch. Weiter nördlich noch so direkt am Wasser, da waren wir aber zu spät mit abbiegen, aber der ist auch toll hier. Also wenn ihr frei steht, hier findet ihr auf jeden Fall einen Platz. Und dann sind wir hier von Schafen gestern Abend den ganzen Tag angeguckt worden und wir haben sie angeguckt und heute Morgen sind wir geweckt worden und es hat Klingelingeling gemacht, also es ist total niedlich hier. Ja, ihr seid hier mitten im Wald, ja. Ja, sozusagen. Ja. Die Straße hörst du so gut wie gar nicht. Nee. Weil die da unten entlang läuft. Also ist wirklich, das war wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist ganz, ganz bezaubernd hier gewesen. Und die Sonne scheint. Ihr habt noch wärmer als gestern, haben wir gerade in den Nachrichten gehört. Und im Radio, ach übrigens, die Alexa bewährt sich sehr, sehr gut. Das läuft prima. Und im Radio haben wir den ganzen Morgen jetzt nur so Sommersonne, Strand, spanische Musik gehört, was uns total irritiert, weil wenn wir hier rausgucken, sehen wir immer noch schneebedeckte Berggipfel und wir sind so gar nicht auf Hochsommer, spanische Sommermusik und Sangria eingestellt. Aber die Sonne ist draußen, ja, und ich habe mal die kurzen Hosen angezogen. So. Ja, ich habe keinen Schal an und kurzärmlich, also mal gucken, was der Tag heute bringt. Vielleicht noch ein paar Wasserfälle. Ja, die Temperaturen, mal gucken. Also. Unser Plan ist übrigens wirklich gut aufgegangen. Wir haben ja gesagt, wir möchten ein bisschen früher losfahren, jahreszeitlich als das letzte Mal, damit wir ein bisschen mehr Wasser sehen. Vor 4 Jahren sind wir ja hier unterwegs gewesen und haben immer gedacht, ach guck mal, da könnte mal ein Wasserfall gewesen sein und da könnte mal ein Wasserfall gewesen sein. Ist alles aber irgendwie schon trocken und die Schneeschmelze ist vorbei. Das nächste Mal müssen wir früher fahren und das haben wir ja gemacht und deshalb sind wir schon Mitte Mai los. Und das hat wirklich hervorragend geklappt. Also wenn ihr viele Wasserfälle sehen möchtet, dann seid ihr um diese Jahreszeit richtig, weil da sprudelt es echt von oben überall runter. Aus jeder Ritze im Berg kommt Wasser rausgeschossen, weil einfach so unfassbar viele Mengen Schnee da sind, die da einfach alle runterkommen. Ja, also geschmolzener Schnee. Genau. Ja. Genau. Jetzt fahren wir weiter, suchen weiter Wasserfälle, ja. Elche, ja. Schafe haben wir schon wieder jetzt gehabt. Ja. Und dann haben wir gestern Abend bei Netflix noch eine Dokumentation über wildes Skandinavien angeguckt, den Norwegen-Teil natürlich. Und dann kam es doch tatsächlich dazu, dass im Dovrefjell Nationalpark Moschusochsen beheimatet sind und da fahren wir heute durch. Also sind wir auch noch gespannt, ob wir Moschusochsen sehen, die da frei leben. Wobei Moschusochsen, ja, wie wir gelernt haben, nichts mit Rindern zu tun haben, sondern es ist eine Schaf-Ziegenart. Das haben wir gelernt gestern. Ja, ach, und außerdem weiß ich nicht mehr, ob ich euch gestern erzählt habe, dass wir den Peer-Gynt-Weg suchen oder den Edvard-Grieg-Weg, weil ich verwechsel das permanent und ich suche immer den falschen Weg und ich bin mir auch jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es ist der Peer-Gynt-Weg, den wir suchen. Oder ist es der Edvard-Grieg-Weg? Peer-Gynt-Weg heißt er. Peer-Gynt-Weg. Das findet man dann auch, wenn man nämlich das bei Google eingibt. Ich war total verwirrt. Das erste Mal hatte ich Peer-Gynt-Weg eingegeben und habe dann gesehen, wo er ist. Und das nächste Mal habe ich Edvard-Grieg-Weg eingegeben und habe dann nur die ganzen Adressen gefunden. Bergen, Stavanger, Trondheim, überall gibt es diese Wege, was aber normale Wohnadressen sind. Hm. Also, wir suchen so fleißig. So eine schöne Straße. Also, schöne Straße und viele Tiere. Let's go. Das ist jetzt mal eine Ver- und Entsorgungsstation der anderen Güte. Das WC kommt da hinten rein und hier ist Frischwasser mit der Gießkanne, weil hier ist nichts zum Dranmachen. Ja, ist halt so. Aber trotzdem, einfach ein Rastplatz an der E6 gelegen. Und es ist ein Toilettenhäuschen, ein ganz normales. Und trotzdem ist auf der einen Seite die Toilettenentsorgung, Frischwasser gibt es und Grauwasser muss man halt auch mit dem Bronzo ablassen. Wir haben das über Park4Night gefunden und dann wollten wir euch nur sagen, dass man auch mal einfach weiterfahren muss und gucken muss. In den Bewertungen stand da, nee, das ist nicht sauber, das ist dreckig. Der letzte Eintrag war von vor 2 Tagen, da stand, das ist geschlossen. Andere haben das Frischwasser nicht gefunden, also es lohnt sich trotzdem immer mal auch hinzufahren, wenn es auch 2 Kilometer mehr sind und zu gucken, wie die Situation wirklich ist und nicht immer so ganz auf die Bewertungen zu vertrauen. Ja. Wir wollten ja gar nicht sagen, wir entsorgen und versorgen jetzt hier ein bisschen weiter. Hier steht übrigens auch ein Plakat dran, dass man hier Moschusochsen-Safari machen kann. Mit Kontakt, also irgendwo scheint es die hier zu geben. Aber ich glaube, wenn wir hier einfach nur durchfahren, finden wir keine. Aber wir werden gleich nochmal zu einem Aussichtspunkt fahren, hier schön durchs Tal wieder zurück und da anhalten. Und dafür werden wir euch vorne in die Windschutzscheibe stecken, damit ihr die Fahrt dorthin miterleben könnt, weil es ist einsame Spitze schon wieder. Hier die Landschaft. Einfach mal abgefahren und schon ist es wieder ganz anders als vorher noch um die Ecke. Also, liebe Freunde, ihr habt ja gesehen, wir waren eben an der E6 auf der, bei der Entsorgung und wollten zu diesem Aussichtspunkt. Was wir nicht wussten zu diesem Zeitpunkt ist, dass man hier am Ende nur noch zu Fuß hochkommt, und zwar 1,5 Kilometer bergauf. Das haben wir jetzt gemacht. Ja, war aber nicht so dramatisch. Also, das war jetzt nicht irgendwie... Es ist ein schöner, geschotteter Weg, wo auch alte Leute hochlaufen. War voll anstrengend. Nehmt euch bitte was zu trinken mit. Ihr seht ja, mich gut, und okay. Ihn diesmal natürlich ohne Kekse, ohne irgendwas, was man essen könnte. Kein Stückchen Traubenzucker am Start, nichts zu trinken. Seit 4 Stunden sage ich müsste mal was trinken. Also wir haben nichts dabei. Ja, bitte, bedenkt, halt doof sind. Bitte bedenkt das alles, wenn ihr hier hochlaufen möchtet, und denkt dann immer an uns. Ach ja, Leni ist fast umgefallen, weil sie nichts zu trinken hatte. Wir nehmen mal lieber was mit. Ansonsten ist es wirklich sehr schön, aber es ist auch anstrengend. Es geht nämlich ganz schön bergauf. Und dann haben hier ein paar Architekten ein wunderschönes Gebäude hingestellt, durch das ihr die Aussicht genießen könnt. Das hat von Juni, also in den Sommermonaten, rund um die Uhr auf. Ihr könnt halt im Juni auch in der Nacht hierher laufen, weil das ist ja sowieso immer hell, und die Aussicht genießen. Wenn es sehr kalt ist, ist da sogar ein Bolleröfchen drin. Das ist richtig gemütlich, eine Glasfront und sonst das ganze Gebäude aus Holz gebaut. Ist ein bisschen wie eine Sauna, so riecht es auch. Also es ist ganz, ganz toll. Mehr ist da aber nicht. Also ihr geht da nur hoch, um runter gucken zu können und in die Weite gucken zu können, und das war's. Also da gibt es nichts zu kaufen, kein Kaffee, kein Kuchen, nur schon mal als Vorwarnung, falls ihr glaubt, da oben gibt es sonst noch was. Mehr ist da nicht, aber es ist schön. Das Feschbar müsst ihr euch selber mitnehmen sozusagen. Ja, und vielleicht habt ihr auch noch ein Fernglas, dann könnt ihr das auch mitnehmen. Dann könnt ihr nämlich hier ringsrum die ganzen Weiden, Wiesen und Berge mal abscannen, ob ihr irgendwo Moschusochsen entdeckt, weil das ist hier sehr wahrscheinlich. Tundra. Norwegische Tundra. Mhm. Ja. So, jetzt gehen wir wieder runter. Der Ausblick ist natürlich auch, also ich finde es gigantisch. Ja. Ist das auch? Ja. Und jetzt gehen wir runter und fahren ein Stückchen weiter. Ja, da unten. Uns Plätzchen. Da unten ist ein großer Parkplatz, auf dem ihr das Wohnmobil abstellen könnt. Da parken auch Busse, übernachten darf man dann nicht. Das steht extra angeschrieben, aber parken ist kein Problem. Und dann halt 1,5 Kilometer hier hoch und wieder runter. Herzlich willkommen in der Mitsommernacht. Wir haben Mitsommer, es ist der 21. Juni, das heißt, es ist der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht des Jahres, wobei hier ist schon die ganze Zeit... Also wir haben hier wenig Dunkelheit, ich weiß nicht, neulich habe ich glaube ich noch gesagt, es ist so von 1 bis um 4 Uhr mal ein bisschen dunkel. Kann man vergessen, also hier ist jetzt durchweg immer alles hell und heute ist es am längsten hell. So, und wir haben es außerdem geschafft, heute die Mitsommernacht hier oben in 1000 Meter Höhe auf dem Peer-Gynt-Weg zu feiern. Ja, zu verbringen, ja. Vor allen Dingen auch wieder mal ein toller Übernachtungsplatz, ja. Also. Ja, der Peer-Gynt-Weg ist eigentlich eine 60 Kilometer lange Schotterpiste, könnte man sagen, durch wunderbarste Natur. Kostet 8,85 €. Ja, 9 Euro waren es jetzt. So, ist also mautpflichtig. Und wenn ihr dann von der E6 praktisch abfahrt hierher, es ist direkt auch ausgeschildert, dass ihr hierher kommt, dann fahrt ihr noch so ein bisschen immer bergauf und dann kommt auf einmal eine Schranke und ein Ticketautomat sozusagen, geht mit Kreditkarte mitten in der Wildnis. Also es ist überhaupt nicht zu glauben, dass jemand überhaupt mal hier war, um einen Ticketautomaten mit einer Schranke dorthin zu bauen. Die funktioniert auch noch. Also wir haben Kreditkarte reingeschoben, bezahlt und die Schranke ging auf und das war schon irgendwie, weil das so mitten in der Wildnis war, eine totale Überraschung, dass das überhaupt so ist. Und dann fährt man durch die Schranke durch, die hält auch echt oben, bis das Wohnmobil durch ist. Das war auch noch so meine große Angst. Hattest du das auch, die Angst? Nee. Ich habe echt gedacht, oh Gott, hoffentlich hält die jetzt 7,43 Meter oben. Hat geklappt. Und dann ist man wieder total in der Wildnis. Also hier ist links und rechts nichts. Dabei gibt es auch noch so ein paar Hütten, wie es überall immer diese wunderschönen, gemütlichen kleinen Hütten gibt. hier auch, aber dadurch, dass alles schön bewachsen ist und die Hütten ja sehr klein sind, sieht man die eigentlich gar nicht. Es führen nur immer so ganz kleine Wege zwischen allen Bäumen und Büschen links und rechts von der Hauptschotterpiste ab und dann weiß man, da geht's zu Hütten. Was hier auch ist, sind unfassbar viele Schafe. Da muss man gut aufpassen, weil die stehen auch mitten auf der Schotterpiste und bewegen sich überhaupt nicht weg. Es gibt vereinzelte, sehr schöne Seen, viele so eine schönen Plätze, alle mit Sitzgelegenheiten, wo man sich raussetzen und die Natur genießen kann. Man kann überall stehen bleiben, gucken, man kann wahnsinnig viel wandern gehen. Und der Blick hier heute für die Mittsommernacht ist sensationell. Ach so, was ich sagen wollte, die Schafe, die stehen da so mitten auf der Schotterpiste. Ihr müsst nicht glauben, dass sie weggehen, wenn ihr kommt. Wenn ihr stehen bleibt, weil das müsst ihr zwangsläufig tun, wenn da so eine Schaffamilie auf der Straße vorher steht, dann kommen die und beschnuppern erstmal das Auto ganz ausführlich und laufen ganz ums Auto rum und riechen genau, was da jetzt los ist. Und wenn ihr dann den Weg frei gegeben bekommt, dann kann es weitergehen. So war's. Ja, also wir wollten euch einfach nur eine schöne Mittsommernacht wünschen. Wenn ihr das seht, ist Mittsommer schon wieder vorbei und wir sind vielleicht dann sogar schon wieder in Deutschland, weil wir ja einen groben Weg Richtung Süden eingeschlagen haben. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach dem Elch. Ja. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß in diesem Großraum, in dem wir uns befinden, gerade Norwegens, hier einen Elch anzutreffen. Und darum, wir überqueren die Grenze nicht, ehe wir nicht einen Elch gesehen haben. Oh weh. Jawohl. Eine wunderbare, eigentlich sehr ruhige Nacht da oben auf dem Peer-Gynt-Weg verbracht. Elche natürlich keinen einzigen gesehen, aber dafür Schafe. Und die Schafe haben, das war wirklich spektakulär. Es ist ein Heidenspaß mit diesen Schafen, wirklich. Also ich finde schon, du auch, oder? Ja, ja. Ich habe mich voll in Schafe verliebt. Die sind so goldig. Und die sind auch den ganzen Tag, die ganze Nacht um Greta rumgewackelt und all die Glocken haben geläutet. Es war total süß. Ja. Wir sind an dem Peer-Gynt-Weg heute Morgen weitergefahren und jetzt praktisch einmal im Kreis, weil wir ja eben auf der Suche nach dem Elch sind und sind jetzt die Parallelstraße wieder Richtung Norden gefahren. Also hier 3 Kilometer weiter ist der Peer-Gynt-Weg und hier ist jetzt das Elchland. Wir stehen jetzt direkt so auf so einem Mini-Parkplatz. Hier steht nur ein Schild, dass es das Elchland ist. Und hier gibt es einen Elchbeobachtungsturm. Da kann man drin übernachten. Die haben Glasfronten sozusagen. Das kann man buchen. Und dann kann man mitten im Wald schlafen oder eben auch nicht schlafen, sondern durch die Fenster in den Wald gucken, die Natur beobachten und hoffen, dass ein Elch vorbeikommt. Wir haben jetzt versucht, es zu finden. Auf dem Gelände, wo das ist oder zumindest unter der Adresse, da kann man nicht reinfahren, das muss man eben vorher buchen und von daher können wir da jetzt nicht einfach hin und lassen das auch. Ist auch, glaube ich, ziemlich ausgebucht. Also wenn ihr das machen wollt, wenn ihr hier seid, dann müsst ihr rechtzeitig gucken. Ich verlinke euch das in der Infobox, wie ihr da hinkommt und wo ihr das buchen könnt. Und wir haben jetzt kurz überlegt, ob wir hier stehen bleiben, neben diesem Elchland-Schild. Aber das machen wir nicht, wir fahren noch weiter. Ja, das ist ziemlich knapp hier alles, also Weißstadt. Wir sind jetzt mittendrin im Wald, haben uns einen schönen Parkplatz ausgesucht am Fluss und sind zum Spaziergang aufgebrochen. Mitten in den Wald hinein, weil irgendwo hier muss er sein, der Elch. Im Elchland. Im Elchland. Im Elchland. Ja. Wir sind jetzt ganz kurz rausgefahren sozusagen und aber wieder reingefahren von der anderen Seite, wieder ins Elchland hinein. Und wenn es jetzt hier nicht klappt, dann weiß ich ja auch nicht. Dann haben wir morgen noch eine letzte Chance. Na dann. Das ist er. Nein, das ist nicht der Elch. Nein, ach so, naja, nein. Wir sind ja hier auf dem Trampelpfad Richtung Winstrafossen gelaufen und das ist er wohl. Von der Seite aus ein bisschen schwer, ja, von der anderen Seite aus wäre es wahrscheinlich schöner. Ja, oder wenn wir die Drohne mitgenommen hätten, wäre auch super gewesen, haben wir aber nicht. Ja. So, jetzt stehen wir hier. Elch immer noch keine, aber wir haben schon Elchknödel gefunden. Ja. Wir sind immer näher am Elch dran. Jetzt müssen wir das alles wieder zurückmarschieren. Naja. Vielleicht finden wir da den Elch. Ah. Und dann müssen wir überlegen, ob wir hier übernachten oder nicht. Aber dann haben wir vielleicht auch gute Chancen, dass der Elch an Gretas Fenster mal vorbeiläuft und mal reinguckt. Ja, dann müssen wir Salamibrote bereithalten. Ja. Elche, immer Salamibrote. Morgen. 12:30 Uhr mittags. Guten Morgen. Ja. Ja, das ist aber, wenn man ja bis nachts hier sitzt, um nach Elchen Ausschau zu halten. Also es war natürlich nichts, aber trotzdem haben wir gesessen und nach dem Elch Ausschau gehalten. Und hier könnt ihr diesen Blick in den Wald sehen, wo wir hier stehen. Also die Wahrscheinlichkeit wäre hier schon sehr groß gewesen. Aber gestern Abend hat sich noch ein Spektakel ereignet. Als wir nämlich von unserem Spaziergang zurückkamen, stand hier schon ein alter norwegischer Kastenwagen auf dem Platz. Dann stand noch ein alter norwegischer Integrierter mit Anhänger hier auf dem Platz. Und dann kam das Highlight, ein ausgebauter, das muss mal ein Omnibus gewesen sein, aber gefühlt 15 Meter lang. Der muss auch noch von 1900 gewesen sein, glaube ich, mindestens. Ja. Und der kam hier gestern Abend noch angefahren. Ja. Hinter uns allen so rapidi-zapp vorbei. Dann hat er sich da zu den beiden Norwegern gestellt, weil er war auch aus Norwegen. Und dann hat er seine Rampe da hinten runtergelassen oder sein, weiß ich nicht, wie man das nennt, aufgemacht. Ja, aber der hat oben auch aufgeklappt. Ja, macht ja nichts. Macht nichts. Und dann hat er da säckeweise Holz rausgeholt und dann haben die ganzen norwegischen Männer da hinten Lagerfeuer gemacht. Ja. Mhm. Und damit war natürlich unsere Chance, den Elch zu sehen, gegen null, weil die ja da auch laut waren. Und dann hatte der Elch ja keine Lust, hierher zu kommen und in unser Fenster reinzugucken und nach dem Salamibrot zu fragen. Hm. Das mit dem Salamibrot ist nur ein Scherz. Bitte jetzt nicht für ernst nehmen. Wir füttern Elche nicht mit Salamibroten. Aber wir haben früher leidenschaftlich gern Pettersson und Findus geguckt und das spielt in Schweden. Und dort gibt es einen Elch und der fährt halt voll auf Salamibrote ab und guckt immer durchs Fenster und kriegt Salamibrot und so. Also die, die jetzt so Kinder haben, die um die 20 Jahre alt sind, die werden das vielleicht auch kennen. Ja, Pettersson gibt es doch immer noch. Ich glaube schon. Ja. Und Pettersson und Findus sind einfach so goldig. Also wenn ihr es nicht guckt und auch wenn ihr keine Kinder habt oder die erwachsen sind, das ist total egal. Guckt euch Pettersson und Findus an, das ist einfach zu niedlich. Ja, so. Und deshalb haben wir heute eigentlich die letzte Chance, vielleicht morgen nochmal, wir wissen es nicht. Aber wir nähern uns der deutschen Grenze ja jetzt ab heute eigentlich. Erstmal nee, der schwedischen. Schweden. Und, aber natürlich auch der deutschen Grenze. Und in Schweden haben wir dann aber auch immer noch die Chancen, Elch zu sehen. Aber verständlich. Ja, wir fahren jetzt heute nochmal auf die andere Seite dieses ganzen Tals hier. Da ist auch eine gute Chance, Elche zu sehen. Und dann gucken wir mal, ob da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe ist als hier. Wir haben uns gestern übrigens noch eine Dokumentation angeguckt von Arte über Mitsommer in Norwegen. Da gibt es zwei Teile von, einmal nördlich, einmal südlich des Polarkreises. Wir haben uns die südliche Variante natürlich angeguckt, weil wir jetzt hier waren. Das war auch hochinteressant und sehr schön. Ich hatte viel Pipi in den Augen, weil es einfach so schön war und weil wir jetzt fast schon wieder auf dem Heimweg sind. Und es war toll. Ne? Ja. Jetzt gucken wir heute noch die nördliche Variante davon. Ja, mal schauen, wie es ist. Weil es war dann, glaube ich, 1:30 oder so. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt fangen wir das nicht noch an. Und Gott sei Dank hat Toni den Ausschalter gefunden, weil es lief schon. Und ich saß schon wieder so, oh, guck mal, wie schön der Salztraum. Naja. Ja. Und dann hat er auf ausgedrückt und hat gedacht, nee, nicht nochmal eine Dreiviertelstunde. Ja, ey, irgendwann muss man ja mal Schluss machen. So. Wir fahren jetzt los, müssen fair und entsorgen, da wo wir schon vor 2 Tagen waren, glaube ich. Und dort kann man deutsche Gasflaschen auffüllen lassen. In dem Ort, ja. Wir haben einen Aufkleber an der Entsorgungsstation gefunden. Also hier macht halt Werbung dafür. Europäische, deutsche, egal was, Flaschen auffüllen. Und ich natürlich gleich in der App geguckt, ja, oder auf dieser Seite von LPG. Da stehen die überhaupt nicht drin. Also ich weiß nicht, wer da drin steht und wer nicht und wer funktioniert und nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden. Das werden wir aber ausprobieren und werden euch berichten. Ja, weil wir jetzt aber auch gesagt haben, Unsere norwegische Flasche hier, die ist gestern Abend zu Ende gegangen. Die ist jetzt leer. Dann hatten wir überlegt, kaufen wir nochmal eine skandinavische Agarflasche oder lassen wir jetzt, wenn es klappt, dann diese deutschen unsere auffüllen, weil das müsste reichen bis Deutschland, weil wir nähern uns ja auch höheren Temperaturen. Ja, fängt ja jetzt schon an hier. Sommer ist ausgebrochen auf einmal. Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben den Sommer übersprungen. Wir sind jetzt von Winter und Frühling übersprungenen Sommer heute Morgen direkt im Herbst gelandet, ja, weil es so ein schöner Herbstmorgen ist. Aber wir nähern uns jetzt dem Sommer. Das haben wir jetzt ja lange ausgelassen und jetzt kommt er. Oder wir ihm immer näher zumindest. Genau, und jetzt gucken wir mal, jetzt lassen wir wahrscheinlich eine Flasche befüllen und das reicht dann bis wir wieder in Deutschland sind und mal gucken, was das kostet. Und die Agarflasche, die nehmen wir halt leer mit und nehmen das nächste Mal leer wieder mit hoch nach Skandinavien und tauschen sie dann aus, wenn wir sie brauchen. Also das, so haben wir uns das gedacht und ja, das machen wir jetzt mal. Wir mussten hier mal einen Zwangsstopp einlegen, weil die norwegischen Baustellen sind oftmals manuell dirigiert, also einspurig und dann wird das wirklich, also mit einem Begleitfahrzeug wirst du eingesammelt und dann fährst du in der Kolonne durch die Baustellen dem Begleitfahrzeug hinterher, auch oftmals gerne in Tunneln, wenn die sauber machen oder was zu reparieren ist oder sowas, ne? Und ja, und jetzt sind wir hier angekommen, war schon angekündigt, 50, manuell Dirigierung und so weiter und dann steht hier immer so ein netter Mensch, in dem Fall ist es eine Frau und hat uns angehalten, hier vorne steht noch ein Traktor vor uns und sie hat uns aber dann freundlicherweise darauf hingewiesen, dass das jetzt noch eine halbe Stunde dauert, bis es weitergeht. Gut, macht uns ja nichts aus. Ja, wir haben einen Kaffee gekocht, wir sind was am Essen, waren mal auf dem Pullern. Also, was man halt so macht, wenn man mal anhält. Ja. Aber, nur um es nochmal aufzugreifen, eine halbe Stunde. Ja, also ich sag mal, in Deutschland könntest du sowas natürlich nicht bringen. Wärst du sofort verklagt. Von wegen, ich muss zum Termin oder sonst irgendwas, ja. Ja, und das ist hier halt so ganz normal, ne? Ja. Aber du musst auch dazu sagen, dass manuell Dirigering eins von unseren Lieblingswörtern in Norwegen ist. Weil diese Sprache, wir feiern sie wirklich. Und es gibt so lustige Worte, die sich von selbst erklären. Und manuell Dirigering gehört dazu und wir finden es auch schrecklich lustig. Die Situation als solche, ohnehin, und dann auch die Worte immer. Ja, genau. Also liebe Freunde, ihr werdet es nicht glauben, ihr seht mich hier halbnackt sitzen. Das liegt daran, dass wir gestern tatsächlich den Sommer wiedergefunden haben und heute noch viel mehr. Es sind, ich glaube, 29 Grad draußen und wir sind immer noch in Norwegen. Ja, aber das ist halt jetzt hier in den Tälern, in dem großen weitläufigen Tal und im Süden und hier ist halt auch so richtig normal Sommer. Ja. Also wir sind ja jetzt nicht mehr auf 1000 Meter mit Schneeresten, sondern hier unten ist richtig... Aber hallo, hier ist richtig, ich glaube, so wie ihr das halt die letzten Wochen auch schon hattet. Für uns war der Umbruch jetzt von 12 Grad vorgestern auf gestern 26 Grad ziemlich heftig. Also als wir gestern Abend auf unserem Übernachtungsplatz angekommen sind, habe ich gedacht, ich muss mich in den See stürzen. Und ich war wirklich so kurz nur davor. Das stimmt. Ich habe meine Hand schon reingehalten und das, also Toni sagt, er hat maximal 14 Grad, aber ich war eigentlich, ich hatte schon den Badeanzug ausgepackt, ja. Und irgendwie kam dann aber dummerweise eine Wolke und dann habe ich mir gedacht, vielleicht doch nicht. Aber es kann jetzt auch nicht mehr lange dauern. Wir haben gestern tatsächlich noch einen Elch gefunden, allerdings keinen echten. Dafür den größten Elch der Welt mit 10 Metern. Der steht an der E3 an einem Rastplatz, der heißt Bjøra, glaube ich, so ungefähr. Ja, kurz südlich unter Atna. Genau. Und der ist auch nicht zu übersehen, weil er steht wirklich direkt an der Straße, 10 Meter hoch, silbern glänzend. Und der wurde dafür aufgebaut, damit die Autofahrer nicht vergessen, dass hier Elche tatsächlich zahlreich rumlaufen und auch gern die Straße überqueren, weil sie sich nicht an Verkehrsregeln halten. Also wir können sagen, wir haben noch wenigstens an unserem letzten Tag einen Elch gefunden, wenn eben auch keinen echten, aber halt dafür den größten. Man muss die Dinge nehmen, wie sie sind, und wir freuen uns. Auf jeden Fall. Wir konnten auch drunter durchlaufen. Also das hat ja jetzt auch nicht jeder, dass er sagen kann, er wäre unterm Elch durchgelaufen. Ja. Wir haben jetzt hier unseren letzten Shop eingelegt zum Einkaufen, zum Entsorgen und werden jetzt die schwedische Grenze ansteuern. Das heißt, das war jetzt auch schon unsere letzte Nacht, schon vor allem unsere letzte Nacht in Norwegen. Schon ist gut, ja. Ich wollte kurz sagen, wenn ihr einkaufen geht in Norwegen und Getränke kauft, dann gibt es auch hier Pfand. Also achtet drauf, wenn ihr Plastikflaschen kauft, dann gibt es da 3 Kronen Pfand drauf, und dann funktioniert das aber auch wie in Deutschland. Die sind in allen Supermärkten dann wieder abzugeben. Da gibt es die guten Tomra Pfandautomaten, wie in Deutschland auch. Das erklärt sich dann alles auch von alleine, und dann gibt man den Zettel wieder an der Kasse ab. Also ich wollte nur sagen, auch hier gibt es pfandpflichtige Flaschen. Nicht wie in Spanien oder Frankreich, ich glaube, da gibt es das nämlich nicht. Ne? Nein, wir hatten auch vor 4 Jahren in Norwegen, gab es das auch noch nicht. Da hatten wir auch noch keinen Pfand. Ach so, das weiß ich gar nicht mehr. Nee. Aber und da steht aber ganz groß und fett drauf, 3 Pfand. Und dann sieht man das, ist auch wieder dass man so diese Flasche halt aufheben muss. Ja. Ja. So, wir steuern also jetzt die Grenze an. Das heißt, das war's mit Norwegen, und deshalb wollten wir uns hier jetzt mal auch von euch verabschieden und danken euch erstmal, dass ihr mit uns hier in Norwegen unterwegs wart. Ja. Steht ja jetzt alle, noch ein bisschen weiter. Alle Kurven mitgenommen habt mit uns, und alle Wetter und alle immer dabei geblieben seid. Super, wir fanden es auch toll hier, und wir waren mit Sicherheit nicht das letzte Mal in Norwegen. Nee, weil wir müssen das nächste Mal unsere pfandpflichtigen Flaschen wieder abgeben, die wir jetzt noch gekauft haben. Und die Gasflasche haben wir ja auch dabei. Na, die geht ja auch in Schweden. Und, achso, Gas in Winstra. In Winstra, genau, in Winstra haben wir 2-mal entsorgt an der großen Tankstelle, an der großen Rastanlage, und nicht weit davon entfernt ist der Winstra Karosseriebau, der auf dem Entsorgungsautomaten ein Werbeschildchen drauf gemacht hat, dass man bei ihm deutsche Flaschen füllen lassen kann. Haben wir gemacht. Ja, steht allerdings nicht in dieser Liste, ja, also diese Liste ist mir schleierhaft immer noch, aber nur für euch, falls ihr an der E6 in Winstra vorbeikommt. Ja, wenn ihr dann über die E3 fahrt, also das kann man auch gut machen, von Süden kommend nach Norden. Wir sind jetzt hier so an der E3, und hier in Elverum gibt es einen großen Wohnwagen- und Wohnmobilhändler, der hat eine freie Fähr- und Entsorgung, und der kann sicher auch helfen, wenn ihr kurzfristig irgendwie ein Problem am Fahrzeug habt. Wollte ich nur sagen. Also der ist hier riesengroß. Der ist riesig, ja. Und die Entsorgung, die ist bombastisch, ganz modern und kostet nichts. Hat auch hier alle Marken stehen hier rum, ja, also der kann bestimmt doch alles irgendwie in Ordnung bringen, falls was dran ist. Und nebendran ist gleich der Kiwi mit extra Wohnmobilparkplätzen, also hier läuft's richtig. Ja. So, das war's aber jetzt, liebe Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns alle zahlreich versammelt wieder zu unserer nächsten Folge der Leni und Toni Show. Wir danken euch nochmal. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, genießt die Temperatur. Wir gewöhnen uns jetzt langsam dran und springen dann vielleicht heute Abend irgendwo noch in den See. Ja. Aber das zeigen wir euch dann das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.